Selbst die ambitioniertesten und motiviertesten Eltern stoßen derzeit an ihre Grenzen in ihrer Rolle als Ersatzlehrkräfte. Schnell haben wir erkannt, dass E-Learning und Homeschooling zwar eine nützliche Ergänzung zur Schule und Lehrkräften in Zeiten wie diesen sind, aber ersetzen können sie diese nicht. Und zwar deshalb, weil im besten Fall Lehrer, Lehrerinnen nicht nur ausbilden, sondern vor allem bilden. Unsere Vorstellungskraft, unser Verständnis für die Zusammenhänge in der Welt. Und ich denke, da werden wir alle übereinstimmen. Es gibt natürlich qualitativ bessere und qualitativ schlechtere Pädagoginnen und Pädagogen. Aber dennoch ist die Frage, wann ist ein Erzieher ein guter Erzieher? Diese Frage stellt sich auch Friedrich Nietzsche in seinen unzeitgemäßen Betrachtungen. Und er definiert den Erzieher, den guten Erzieher, als Vorbild. Und für ihn heißt Vorbild sein, das sichtbare Leben mit dem theoretischen Leben, dem theoretischen Wissen, dem Bücherwissen zu vereinen. Gelingt dies, so ist man ein Vorbild und kann auch Bildung für andere erwirken und andere bilden. Und der Sinn des Bildens bei ihm ist, dass wenn Bildung gelingt, wenn wir die Chance haben, einen guten Erzieher zu haben, dass wir uns schaffen, aus den äußerlichen Nebensächlichkeiten zu befreien und zu uns selbst zu finden. Das heißt, die Belohnung unseres Bildungsstrebens, unseres Engagements, uns selbst zu bilden, ist tatsächlich eine Art von Selbsterkenntnis.